Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch in Malabar Tor und zwar hier oben, etwas oberhalb von den Tiefwalden. Da ist direkt hinter uns eine Quest und... Veluz! Veluz! Wo ist diese dumme Katze? Und ich schätze, wir müssen eine arme Jungfrau in Nöten retten. Indem wir ihre Katze retten. Mein Vater hatte recht. Ich hätte niemals einen Khajiit heiraten sollen. Ach so. Ich wollte die Welt sehen, fremde Länder erkunden, exotische Gerichte essen und mir nicht die Haare über einen Mondzuckerabhängigen raufen. Okay, Entschuldigung, ich dachte jetzt an eine echte Katze. Was ist geschehen? Mein Mann Feluz hat zu viele Mondzuckerbonbons gegessen. Er hat angefangen, vor sich hin zu murmeln und dann lief er plötzlich in den Wald und schrie, dieser mag die Boss mehr. Pflanzen sind die besten Freunde. Ich habe ihm gesagt, dass er sich nur den Magen verderben wird, aber hat er auf mich gehört? Nein. Typisch Katze. Was sind Mondzuckerbonbons? Süßigkeiten aus Elsweyr. Sie sind meist harmlos, aber wenn ein Khajiit zu viele davon isst, kann das so seine Konsequenzen haben. Feluz ist schon seit Stunden verschwunden. Und ich mache mir wirklich Sorgen. Könnt ihr mir helfen, ihn zu finden? Ich werde nach ihm suchen. Eine durchreisende Händlerin hat mir erzählt, sie hätte einen Khajiit beim Wegschrein von Drabul gesehen. Aber Feluz ist von hier weggelaufen. Ich will mich nicht zu weit von hier entfernen, nur für den Fall, dass er zurückkommt. Wenn er denn je zurückkehrt. Er sollte besser zurückkehren, sonst bringe ich ihn um. Kann ich nachvollziehen. Ihr habt einen Khajiit geheiratet? Es klingt verrückt, aber Feluz ist so voller Leben. Wir trafen uns in Dolchsturz. Er führte dort einen Laden für exotische Waren. Unsere Liebe für das Unbekannte war es, die uns zusammenbrachte. Er hat mir die Welt versprochen. Ich hatte Glenumbra nie verlassen. Und jetzt? Ich hoffe nur, dass ihr ihn findet. Was hat euch nach Malabar Tor geführt? Hat sie doch gerade gesagt. Seine wunderschönen Wälder. Und ein Besuch im sagenumwobenen Tiefwalden. Wart ihr schon dort? Ich habe gehört, dass alle Damen dort grün sind. Und Feluz hat Freunde im Bandari-Handelsposten. Wir werden dort einen Laden eröffnen. Importe aus Wegesruh oder so. Gibt es sonst noch etwas, das mir helfen könnte? Nun, er hat weißes Fell und ist ziemlich schreckhaft. Er hat sich schon gelegentlich in umgestürzten Bäumen, Felsen oder unter Pilzen versteckt. Er liebt es, über Dinge zu springen und zu klettern. Er ist eine reine Katze, durch und durch. ja, unter Pilzen versteckt könnte schwierig werden. Es sei denn, wir wären jetzt im Morrowind. Gut. Moment, da hinten sehe ich jetzt gerade was. Oh, ist das weit weg. Wo ist der denn bitte hingelaufen? Na gut. Dann werden wir ihn mal da hinten suchen. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass das die Quest zu... diesem Bereich hier ist, aber ganz offenbar ist es das nicht. Übrigens, ja, ich höre mich gerade ein bisschen quietschig an. Das ist, weil ich... das ist schon wieder der nächste Quest. Das ist, weil es mir gerade wieder ein bisschen schlechter geht. Also, stört euch nicht dran. Wo muss ich denn jetzt um hier? Moment. Aber schon hier rein, ne? Oh, hier sind noch mehr. Okay. Alles gut, alles klar. Hallöchen, komme ich jetzt zu dir hoch? Moment. Wenn ich das hinkriege, dann ist es okay. Aber ich glaube, ich kriege das gar nicht hin. Hahaha, hi. Dieser verdammte Wald hat schon alles genommen, was Feluz etwas bedeutet hat. Geht weg. Es ist alles in Ordnung. Eure Frau Liane schickt mich. Meine Frau? Sie ist nicht tot? Dank sei Riddeltar. Oh, sie wird mir niemals verzeihen. Niemals. Das hat sie mir beim letzten Mal gesagt. Wie tief ist Feluz jetzt nur gesunken? Was ist euch zugestoßen? Ich erinnere mich an das Tanzen mit den Schweinen. Und dann... eine lange Rutschpartie einen Hügel hinunter an einem offenen Maul vorbei. Und klatsch, überall Wasser. Dort und dort
Mäuler in den Ranken. Sie schnappen nach mir. Liane weint. So weit weg. Ich dachte, sie hätten sie getötet. Wer? Die tanzenden Schweine? Liane ist wohl auf. Bringen wir euch fort von hier. Nein, ich kann ihr nicht unter die Augen treten. Mein Warenbeutel ist weg. Ohne ihn können wir unseren Laden nicht eröffnen. Kein Laden, kein Gold, kein Zuhause. Ich sollte in diesem Baumstumpf bleiben. Liane würde es genauso sehen. Ich werde eure Sachen finden. Was für eine freundliche Reisende. Liane wäre nicht so freundlich zu Felus. Außerdem brauche ich wirklich dringend eure Hilfe. Wenn ihr meinen Glücksbeutel finden solltet, wird euch das Glück hold sein. Was ist im Glücksbeutel? Mondzuckerbonbons. Oh. Aber keine Sorge, ich habe meine Lektion gelernt. Die Bonbons werden im Bandari-Handelsposten einen guten Preis erzielen. Das könnt ihr mir glauben. Ich habe Freunde dort. Die dann auch mit den Schweinen tanzen, oder wie? Fällt euch irgendetwas ein, das mir helfen könnte? Mein Kopf tut weh, wenn ich nur an den ganzen Ärger denke, den das machen wird. Die Schweine können nicht weit gekommen sein. Sie sind auf einem Hügel, der das Wasser überblickt. Ein Teich? Ein See? Was sind das für aufgerissene Mäuler, die ihr gesehen habt? Eine Art Monster? Es war... Lasst mich nachdenken. Ja, eine Höhle mit Zähnen aus Ranken. Die Ranken, Vorsicht mit den kleinen Ranken. Sie verwandeln sich in Zähne, um an euch zu nagen. So wie sie an Feluz genagt haben. Okay. optionale Schritte, sucht den Glücksbeutel. Moment, wovon da vor allen Dingen ist der Glücksbeutel? Also, die gesuchten Waren sind weiter rechts, der Glücksbeutel mehr am Weg. Da ist der Glücksbeutel, okay. Da ist ein Würger. Da wollen wir nicht hin. Da ist wieder ein Würger. Hier sind ganz viele Würger. Ach du Scheiße. Ach, die Schweine waren das. Okay. Oh Gott. Ich kann das Spiel heute nicht mehr ernst nehmen, glaube ich. Tiefer, ja. Schmeißen wir uns mal hier runter. Der ist tatsächlich ein Würger. So, okay. Der ist noch an Ort und Stelle, ja. Dann laufen wir mal wieder zurück. Ah, zu spät, Kleiner. Wisst ihr, was ich durchgemacht habe? Wo wart ihr? Keine Mondzuckerbonbons mehr. Felix verspricht es. Jetzt ist es soweit. Mein Vater hat mich gewarnt. Wo denkt ihr, habe ich meinen Ehemann gefunden? Versteckt. Versteckt in einem Baumstumpf. Meine Freundin. Wie ihr sehen könnt, hat meine liebe Frau Liane mich gefunden. Mhm. Ich meine, ich habe sie gefunden. Wir haben einander gefunden. Bitte, bringt mir gute Neuigkeiten. Bitte. Ich dachte ja eigentlich, sie wollte sich nicht so weit entfernen, ne? Ich habe eure Waren gefunden. Jetzt kann mich meine Frau nicht mehr enteignen. Schaut nur, meine Teuerste. Unsere Freundin hat unsere Waren gefunden. Und auch, meinen Glücksbeutel? Ja? Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt, Felus. Ja, hier, nehmt ihn. Still. Liane darf nichts bemerken. Mhm. Gebt ihn mir. Schnell jetzt. Ihr wart so freundlich. Bitte besucht uns doch einmal beim Bandari-Handelsposten. Aber sprecht erst mit meiner Frau. Sie glaubt, sie hätte in unserer Beziehung die Hosen an. Sie glaubt?
Denkt ihr, ich bin ein Idiot? Ich habe gerade gesehen, wie ihr diesem Trottel seinen Beutel mit Mondzuckerbonbons gegeben habt. Ja, das ist richtig. Ja? Das ist alles, was ihr zu sagen habt? Mondzuckerbonbons haben uns doch erst in diese Misere gebracht. Selbst wenn ich ihm den Beutel wegnehme, hat er wahrscheinlich noch eine Handvoll irgendwo versteckt. Überreden, lügen. Ihr solltet euch nicht so viel... Das ist echt fies. Filus sagte, dass die Mondzuckerbonbons einen guten Preis erzielen würden. Filus wird den halben Beutel fressen, sobald er die Chance dazu hat. Ach, nun schafft euch davon. Lasst mich diesen Kater hinterherräumen. Falls euch euer Mann zu viele Probleme macht, kann ich ihn dorthin zurückbringen, wo ich ihn gefunden habe. Ja. Ich habe getan, was ich für das Beste hielt. Weiß ich nicht. Ich meine, er hat ja zumindest behauptet, dass er seine Lektionen gelernt hat, ne? Ich will sie jetzt auch nicht einschüchtern. Ich meine, ja. Ich habe getan, was ich für das Beste hielt, ja. Ich würde mich bedanken, aber ich glaube, ihr habt schon genug getan. Okay, dann lass deine Aggression mal nicht an deinem Mann aus, weil ich denke, dass er schon ein guter Kerl ist. Ich weiß nur nicht so hundertprozentig, ob er seine Lektion gelernt hat. Wir haben eine geladene einhändige Axt ohne Set erhalten. Ja, und weg waren die beiden. Dann schauen wir doch mal eben. Jetzt sind wir natürlich so weit geritten. Also vermute ich mal, dass die Meuten Mannen dann hier unten mit den Tiefwalden zu tun haben. Ich werde mich dann mal eben wieder auf den Weg zurückbegeben, wenn ich dann weiß, wie ich hier rauskomme. Ich glaube, hier hinten komme ich raus. Und dann sehen wir uns gleich am Zielort wieder. Komm keinen Schritt näher. Ah, waren schon ein paar Schritte. Und nu? Das ist auch die Quest, die ich haben wollte. Okay, Rondor. Nicht viele wandeln in letzter Zeit auf diesen Straßen. Was bringt euch nach Tiefwalden? Was hast du denn für einen Ohrring? Piekst der dich nicht? Vor allen Dingen, also, ich meine, so ist das ja noch okay, aber der ist doch Krieger irgendwie, so wie das aussieht. Will der dann so kämpfen? Oh, wenn ich mir vorstelle, oh nee. Ich bin nur eine Reisende, die dieses Gebiet hier erkundet. Eine Reisende, ja? Wohlan denn, willkommen in Tiefwalden. Pilger wie ihr kamen früher aus ganz Walenwald, um hier am Schrein zur grünen Dame zu beten. Aber in letzter Zeit sind es nur noch wenige. Was ist geschehen? Habt ihr nicht von der Entführung gehört? Hm? Werwölfe haben Lanwen, die Schwester der grünen Dame, geholt. Und dann sind da noch diese Meuten Mannen. Geh zu Baumtane Nilara. Wir können jede Hilfe brauchen. Ich werde mit Baumtane Nilara sprechen. Wo finde ich sie? Geht bitte zum Dorf hoch. All die Werwölfe und Lanwen sind verschwunden. Wir sind ein wenig überfordert. Wo ist Baumtane Nilara? Baumtane Nilara betet in der Mitte des Dorfs am Schrein der grünen Dame. Sie wollte nach Lanwen suchen, aber wir sind nicht stark genug, um uns einem Rudel Werwölfe oder Meuten Mannen zu stellen. Hallo? Ich habe da jetzt gerade auf dem Weg nach hier ganz viele bewaffnete Leute gefunden. Wer ist die grüne Dame? Gwering wurde in Tiefwalden geboren und ist hier aufgewachsen. Sie ist unsere derzeitige grüne Dame. Mehrere von ihnen wurden hier geboren. Die grüne Dame repräsentiert unsere körperliche Seite, so wie der Silvenar unsere geistige darstellt. Und wer ist der Silvenar? Der Silvenar ist ein geistiger Führer und kann sowohl männlich als auch weiblich sein. In jeder Generation gibt es einen neuen Silvenar und eine neue grüne Dame. Sobald sie sich vermählen, werden die wilde Seite und die spirituelle Seite der Bosmer miteinander vereint, was uns ins Gleichgewicht bringt. Ja, bei der Vermählung waren wir ja schon in der Hauptgeschichte hier dabei. Wer sind die Meuten Mannen? Sie sind die Leibeigenen des Bluthunds, eines sterblichen Dieners des dädrischen Fürsten Hirsine. Wir haben in letzter Zeit ein paar von ihnen gesehen, oben am Schrein von Hirsine. Nun gut, wir sollen als erstes mit Nilara sprechen. Hat irgendwas gesagt von der Mitte des Dorfes, wo sie sein soll? Ah, hier. Du betest in die falsche Richtung, oder?
Wie ich den anderen schon sagte, müssen wir bald nach Lanvain suchen. Oder es gibt keine Hoffnung mehr, sie zu finden. Wer wird dann der grünen Dame sagen, dass ihre Schwester von uns gegangen ist? Wer? Ich würde gerne helfen. Öffre sei gepriesen. Das bedeutet mir sehr viel. Lanvain ist noch nicht von der Jagd zurück. Wenn sie zur Jagd aufbricht, kehrt sie für gewöhnlich am nächsten Morgen mit ihrer Beute wieder. Doch wir haben seit Tagen nichts von ihr gesehen oder gehört. Ist sonst noch jemand auf der Suche nach ihr? Haron, der Ehemann von Lanvain, ist mit Oranet und Ungiras losgezogen. Ich habe dafür gebetet, dass mehr helfen würden, nach Lanvain zu suchen. Aber wir haben sowohl Werwölfe als auch Meutenmannen in der Gegend gesehen. Wo soll ich mit der Suche beginnen? Lanvain geht üblicherweise in der Nähe der südlichen Wasserfälle auf die Jagd. Genau dort wollte auch Haron mit der Suche beginnen. Wenn sie einem Feind begegnet ist, könnte sie ihren ganzen Köcher verschossen haben, um sich zu verteidigen. Ich würde die Augen nach Pfeilen offen halten und allen Anzeichen eines Kampfes nachgehen. Also südliche Wasserfälle, Pfeile, okay. Ich werde die anderen einholen. Vielen Dank. Es wäre eine Schande, wenn wir auf einen Schlag zwei Verwandte der grünen Dame an die Meutenmannen verlieren würden. Möge Ifre euch bei eurer Suche führen. Ich würde gerne mehr über den Suchtrupp erfahren. Haron ist ein mächtiger Krieger, aber da draußen sind Werwölfe und Meutenmannen. Ich hatte ihn gebeten, auf Verstärkung zu warten, aber er ist unverzüglich mit seinem Lehrling Ungiras aufgebrochen. Oranet ist die Vetterin von Lanvain, aber sie ist selbst keine Kriegerin. Wer sind die Meutenmannen? Sie dienen dem Bluthund, einem Diener Hirsines. Wenn die Gerüchte stimmen, dann haben sie Lanvain entführt. Und niemand weiß warum. Sie ist die Schwester unserer heiligen grünen Dame. Was auch immer der Grund sein mag, es kann nichts Gutes sein. Warum sind sie hier? Wir wissen es nicht. Alle sind so wütend, wurden etwas verrückt, sehen Dinge, die einfach nicht stimmen können. Eine der Einheimischen sagte, sie hätten Kirithor gesehen, aber er ist eigentlich tot. Wir haben ihn an ein Rudel Wölfe verloren, als seine Eltern angegriffen wurden. Seine Leiche haben wir nie gefunden. Ja gut, dann ist er wahrscheinlich zum Werwolf geworden. Also das ist jetzt noch nachvollziehbar. Okay, ich muss irgendwo hier runter. Ach, das sind die Wasserfälle, oder? So Jungs, tut mir leid. Ich weiß, ihr habt auch alle menschliches Leben. Wasserfälle, Wasserfälle. Wo soll ich denn hin? Da hinten? Ah, da. Ja, sehe ich's. Anscheinend wurde der Rucksack schnell fallen gelassen. Daneben befinden sich tiefe Fußabdrücke im Schlamm, als ob jemand zum Laufen angesetzt hat. Andere Fußabdrücke befinden sich darum herum. Sowohl Waldelf als auch Werwolf, und sie zeigen in Richtung des Läufers. Hat keiner da, oder? Ich nehme mal mit. Achso, ich dachte gerade schon. Moment. Die Richtung. Sind hier irgendwo Pfeile zu sehen? Nee, aber eine Leiche. Ungiras ist vor kurzem gestorben. Blut strömt aus seinen Wunden. Die Leiche weiter untersuchen. Die Leiche von Ungiras wurde anscheinend der Rücken von Klauen zerfetzt. Offenbar wurde der Suchtrupp überfallen. Das heißt, wo muss ich denn hin? Ja. Ja. Da muss hier ich. Dort. Sind die Meutenmannen fort? Psst. Sie werden euch hören. Oranef. Das war aber jetzt nicht die, die ich suche. Die ist doch anders, oder? Geht es euch gut? Ich glaube schon. Die Werwölfe haben angegriffen, als wir diesem Pfad gefolgt sind. Eine der Bestien hat mir die Klinge aus der Hand geschlagen und mir fast den Kopf abgerissen, bevor ich fliehen konnte. Ich hoffe, Haron ist davon gekommen. Habt ihr Lanvain gefunden? Wir haben ihren Rucksack und ein paar persönliche Gegenstände an den Wasserfällen gefunden, aber sonst nichts. Und dann haben uns die Werwölfe auf dem Pfad überfallen. Wohin führt der Pfad? Er führt zu einem alten Pfad, zu einem Schrein von Hirsine. Aber ich bin schon seit Ewigkeiten nicht mehr dort lang gegangen.
Es ergibt Sinn, dass die Meutenmannen ausgerechnet dort ihr Lager aufschlagen. Ich habe noch ein paar Pfeile und Leichen entlang des Weges gesehen. Vielleicht konnte sich Lanwen ihre Haut erwehren. Geh zurück ins Dorf. Ich werde versuchen, Haron zu finden. Viel Glück. Möge Ifre euch führen. Ja. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Das ist dahinter. Ach so, den Pfad meinte die. Sucht nach Haron. Höher. Ja. Dann suchen wir doch mal. Da ist er. Kommt nicht näher, bevor ihr euer Anliegen genannt habt. Wieso, weil ich ein Werwolf sein könnte, oder was? Ich kam, um nach Lanwein zu suchen. Ah, gut. Werwölfe haben uns angegriffen. Ich habe ein paar der Bestien verwundet und bin entkommen, aber erst als sie schon begonnen hatten, über Ungiras herzufallen. Ich hatte gehofft, bei diesen Meutenmannen irgendwelche Hinweise zu finden, aber da war nichts. Habt ihr Oranet gesehen? Ist sie in Sicherheit? Sie lebt. Ich habe sie zurück ins Dorf geschickt. Ifre sei gepriesen. Ich sagte ihr, dass diese Suche gefährlich werden könnte, aber sie hat nicht auf mich gehört. Sie und Lanwen sind Cousinen und Blut ist dicker als Wasser. Oder als Pelze. Seid ihr verletzt? Sieht so aus, als ob es einen richtig heftigen Kampf gab. Nein, diese Schäfte wurden von Lanwen gefertigt. Nur sie und die grüne Dame könnten solch süßen Tod mit einem Bogen bringen. Ich habe schon zu viele von ihren Pfeilen gesehen. Sie könnte die letzten auf diese drei Narren geschossen haben. Wie werden wir sie finden? Die Meutenmannen sind zum Lagerplatz am alten Schrein von Hyrcine gezogen und haben ihn wieder verlassen. Wenn ihr das Lager durchsucht, werde ich mein Bestes geben, um den Patrouillen nachzuspüren. Eines von beidem wird uns zu Lanwen führen. Ich werde das Lager durchsuchen. Treffen wir uns wieder hier? Es gibt eine kleine Nische in der Nähe. Eine alte Einsiedlerbehausung. Dort werde ich auf euch warten. Möge Bahn da mit euch sein, meine Freundin. Ach, der hilft mir noch nicht mal. Na gut, na gut. Zwei Hinweise. Moment. Sind die jetzt hier alle... sind die Hinweise, beziehungsweise einer. Der Bogen ist hervorragend gefertigt und fühlt sich sehr leicht an. Eine äußerst elegante Waffe. Eine Inschrift ist unter den Griff graviert. Für Lanwein. Mein Mond und meine Sterne. Haron wird diese Waffe sicher haben wollen. Ich wollte gerade sagen, also ich hätte die auf jeden Fall mitgenommen. So, da hinten ist noch ein Hinweis. Ich weiß, dass wir noch nichts von Bluthund gehört haben, aber wir wurden hierher geschickt, um seine Befehle zu befolgen. Wir müssen dem Bluthund gehorchen, sonst wird sein Zorn uns treffen. Bringt die Frau zur Höhle, dort verwarnen wir sie, bis wir Neues vom Bluthund hören. Ich werde auf sie aufpassen. Kirithor. Und ich weiß natürlich direkt, wo die Höhle ist. Ist gerade keiner hier, oder? Kann ich das mal mitnehmen? So, Höhle. Kommen wir da so durch? Alter, steht hier ein Pilz mitten im Weg rum. Hi. Die Patrouillen haben mich im Kreis geführt. Das war komplette Zeitverschwendung. Habt ihr etwas gefunden? Ich habe Lanwalens Bogen und diese Notiz gefunden. Kirithor hat sie in einer Höhle versteckt. Dieser Bogen begleitet Lanwen überall hin. Sie würde ihn nie freiwillig zurücklassen. Es war ein Verlobungsgeschenk von ihrem Vater. Es gibt nur eine Höhle in der Nähe, in der man sie verstecken könnte. Sie ist nicht weit. Was machen wir jetzt? Kirithor muss für all das, was er getan hat, sterben. Meine Frau, die Schwester der grünen Dame, zu entführen. Dieser Narr hat sein eigenes Schicksal besiegelt. Gehen wir in die Höhle und bringen es zu Ende. Ich bin dabei. Gut. Ich hoffe, Lanwen ist unverletzt. Wobei ich nicht dabei bin, um ihn zu töten. Aber ich meine, das müssen wir so oder so machen.
Aber ich bin auf jeden Fall dabei, um sie da rauszuholen. Oh, Hallöchen. Nehmen wir dich doch auch nochmal kurz mit. So, Höhle. Da ist Höhle. Und da ist Holz. Wir holen Holz, dann gehen in Höhle. Ey, du Arsch. Sag mir nicht, du hast ihn getötet. Nee, bin ich jetzt hier richtig? Doch, ich bin hier richtig. Wobei der da stehen sollte. Ja, das ist dann der Nachteil, wenn das ein Spiel ist, wo noch andere Leute rumlaufen. Und man natürlich dann erstmal die Sachen durchliest und so weiter. Man muss dann erstmal eine Weile warten. Ich werde hier mal einen kleinen Cut machen und wir sehen uns dann nicht gleich wieder, sondern der Boss ist gerade wieder da. Was? Alter. Geht's noch? Ja, normalerweise dauert's länger. Lanven, meine Liebe. Gedankt sei den Göttern. Ihr lebt. Hab Dank, dass ihr Haron geholfen habt, mich zu finden. Ja, kein Problem. Ihr habt schöne Füße. Wir müssen nach Tiefwalden zurückkehren, bevor sich die Höhle mit Werwölfen oder Meuten Mannen füllt. Lanwain ist verletzt. Sie sagt, es ginge ihr gut. Mhm. Wir sollten uns in Bewegung setzen. Lanwain hat schon genug Schlachten durchlebt, um ihre Grenzen zu kennen. Folgt mir. Geht voran. Wir folgen euch auf dem Fuße. Aber helft ihr, wenn sie umkippen sollte. Okay. Wenn eine Frau sagt, das ist schon alles okay, ihr braucht keine Rücksicht auf mich zu nehmen, dann solltet ihr wirklich nachdenken und noch ein zweites Mal gucken, ob wirklich alles okay ist. So, wir müssen irgendwo hier vorne hin. Führt sie zurück zum Dorf. Ja, die können doch auch hier drüber. Ist kein Problem. Ich muss ja im Prinzip nur zum Dorf kommen. Ich weiß gerade selber nicht, wo ich hier entlang laufe. Ah, hier. So. Am Dorf bin ich. Ihr seid auch da. Perfekt. So. Endlich zu Hause. Ich kann euch gar nicht genug für unsere Rettung danken. Wir haben es zusammen geschafft. Haron und ich müssen uns jetzt ausruhen. Bitte sagt Baumtane Nilara, dass wir sicher zu Hause angekommen sind. Kommt vorbei und besucht uns, ehe ihr die Stadt verlasst. Und vielen Dank. Möge Öfre euch segnen. Wir müssen uns jetzt ausruhen. Aber kommt vorbei, bevor ihr die Stadt verlasst. So 5 Minuten später. Ja, kein Thema. Machen wir. Oh, halt, stopp. Die Eroberung von Abermaf könnt ihr gerne durchlesen. Hat jetzt hier... Nee, irgendwas mit Aliiden. Hat jetzt hiermit nichts direkt zu tun. Ihr seid zurückgekehrt? Heißt das, dass Lanwen in Sicherheit ist? Lanwen und Haron sind jetzt sicher. Erfreuliche Neuigkeiten. Die grüne Dame muss davon erfahren. Ich habe einen Jagdspurspäher zu ihr geschickt, als Orane zurückgekehrt ist. Und nun müssen wir gleich den nächsten mit diesem neuen Bericht entsenden. Ihr habt uns einen wertvollen Dienst erwiesen. Wir sind euch zutiefst dankbar. Ja, und wir haben den Dolch der grünen Schwester erhalten. Einen geschärften, einhändigen Dolch vom Set Erlösung. Sehr schön. Das Einzige, was ich jetzt nicht weiß, sollen wir tatsächlich nochmal mit ihr... Wir können euch gar nicht genug danken. Sprechen. Moment. Das ist aber jetzt eine neue Quest, oder? Aber das ist die, die dabei gewesen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen sollte. Also da das jetzt wieder als neue Quest gekennzeichnet ist und ich die alte ja jetzt abgeschlossen habe, würde ich mal sagen, dass wir hier erstmal einen Cut machen und dass wir dann mit ihr in der nächsten Folge erst sprechen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen.
Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!